Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit den Linien vom SV Darmstadt 98. Die Transferzeit, sie ist jetzt endlich vorbei, Februar 2018, das Transferfenster ist zu. Und wir haben noch zweimal auf den Transfermarkt zugeschlagen, zwei Neuzugänge verpflichtet mit Roberto Soriano, Neuzugang von Sampdoria Genua, 2,3 Millionen Euro hat er gekostet. Und außerdem haben wir Massimo Bruno, den belgischen Nationalspieler, verpflichtet vom RB Leipzig. Er hat 5,8 Millionen Euro gekostet, plus Jamin Kuku. Unser Spieler hat sich ebenfalls im Tauschgeschäft RB Leipzig dann angeschlossen. Und ihr seht, beide direkt in der Startelf. Soriano auf der 10er Position, Bruno wird über rechts kommen. Und ihr seht, Gesamtstärke 78. Damit offiziell unser rein stärketechnisch bester Spieler. Beide kommen rein anstelle von Julian Weigel und anstelle von Francisco Rodriguez. Ansonsten die anderen neun sind die Spieler, die beim letzten Mal 1:1 gegen Nürnberg gespielt haben. Heute am 22. Spieltag, nach drei Heimspielen in Folge, müssen wir mal wieder auswärts ran in den schönen Borussia Park bei Borussia Mönchengladbach. Momentan Tabellenvierter. Und falls Gladbach das Spiel gewinnen sollte, kommen sie bis auf 7 Punkte an uns ran. Also wir haben immer noch ein ordentliches Polster, aber verlieren sollten wir nach Möglichkeit heute in Mönchengladbach nicht. Mit einem Unentschieden wäre ich schon zufrieden, denn wir sind momentan immer noch punktgleich mit dem Tabellenführer vom FC Bayern und 2 Punkte vor Bayer Leverkusen. Der erste, der FCB, spielt heute gegen die Tabellenletzten, gegen RB Leipzig. Und Leverkusen wird zu Gast sein bei der TSG aus Hoffenheim. Also machbare Aufgaben für unsere Tabellennachbarn. Aber wir sollten uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Und die da lautet Borussia Mönchengladbach. Bei heiterem Wetter im Februar, also Bedingungen optimal. Besser geht es nicht. Heini Schnitti. Heiner Schnitti, die Olle Schnitte. So heißt er ja. Ist heute nach langer Zeit mal wieder der Unparteiische bei Beteiligung mit dem SV Darmstadt. Mal schauen, ob wir heute was holen können hier in Mönchengladbach. Ich bin gespannt mit 2:9 und wir haben ja auch schon 4 Spieler für die kommende Saison verpflichten können. Also in Darmstadt, da verändert sich schon wieder was. 9 Neuzugänge in der Wintertransferperiode. Okay, 4 kommen zwar erst im Sommer, aber ihr versteht, wie ich das meine. 9 Spieler haben wir verpflichten können. 9 Spieler konnten wir Verträge anbieten und aushandeln. Und das nur durch den Verkauf von Václav Kadlec. Dadurch konnten wir 8 oder 9 neue Spieler finanzieren. Einfach unglaublich. Da stellt sich aber die Frage, ist das noch das Gesicht des SV Darmstadt? Kann man darüber diskutieren, kann man darüber streiten? Aber es kann ja das neue Gesicht, die neuen Gesichter des SV Darmstadt werden. Schauen wir uns aber erstmal an, wie sich die beiden neuen Soriano und Bruno heute einführen werden. Viel Spaß am 22. Spieltag. Mönchengladbach gegen den SV Darmstadt. Einfach super Stimmung hier in Mönchengladbach, da muss ich einfach mal ein paar Augenblicke ruhiger sein als sonst. Ihr habt die Startaufstellung von Gladbach gesehen, 4-4-2 mit Raphael und Rückrouter vorne drin. Tomi Janschke
Der Kapitän in der Innenverteidigung, der Gladbacher Jung. Einer der teuersten, was den Marktwert angeht in Real Life. Einer der teuersten deutschen Nicht-Nationalspieler. Das ist Matthew Lecky. Im letzten Spiel beim 1-1 gegen Nürnberg das Tor vorbereitet. Auch heute natürlich wieder in der Startelf. Und das ist Heiner Schnidi, heute in hellblau gekleidet. Wird die Partie gleich anpfeifen. Spieltag 22. Raphael, bester Gladbacher Schütze, 9 Tore. Im Winter wurde bekannt, er wird in der nächsten Saison für den VfB Stuttgart spielen. Mal gucken, wie viel Motivation er noch für Gladbach hat. Jetzt sind wir erstmal motiviert. Die Linien ganz im Ball spielend in den ersten 45 Minuten von rechts nach links. Erstmal mit ruhigem Spielaufbau bedacht mit Matthew Lecky, Jerome Gondorf, unser Kapitän, Asifua, Massimo Bruno. 5,8 Millionen Euro hat er gekostet. Erster Ballkontakt und der schickt Georg Teigl auf die Reise und der mit einer ordentlichen Flanke. Della Fiore ist da! Traumstart! SV Darmstadt und Soriano ist beteiligt. Verliert zwar hier das Kopfballduell, aber der Abpraller fällt vor die Füße von Della Fiore und der ab ins kurze Eck. Toni Janschke kann den Ball nicht mehr blocken. Schuss für Jan Sommer dadurch etwas verdeckt. Und das ist Marc Schindera auf der Bank, der Darmstädter, der hier jubelt. Aber allerdings halt nur auf der Bank zunächst sitzt. Soriano, der andere Neuzugang im Winter, kriegt da erstmal den Vorzug. Und ist, wie gesagt, direkt beteiligt an der Führung des SV Darmstadt 98. Frühe Führung. Schock für Mönchengladbach in Minute Nummer 4. Wie werden sie darauf reagieren? Patrick Herrmann, mein Hassspieler in FIFA 14 gewesen. Raphael. Und das war wegversperrt, sagt Heiner Schnidi, die olle Schnitte. Kann man so sehen. Ich glaube, Jerome Gondorf hatte da verhindert, dass Dahut, einer der beiden defensiven Mittelfeldspieler, Richtung Ball gehen konnte. Deswegen Freistoß. Und das ist eine exzellente Position. Vielleicht etwas zu weit weg. Gute 35 Meter. Raphael haut aber drauf. Aber das war dann doch eine Etage zu hoch. Entschuldigt sich auch gleich. Aber stellt sich halt wirklich die Frage bei ihm, beim Brasilianer. Wie viel Motivation hat er noch für die letzten oder für das letzte halbe Jahr für Mönchengladbach zu spielen? Was macht Vlachodimos denn da? Einer hat auf jeden Fall Motivation. Branimir Rögota. Und ich glaube, es war der allererste Gegentreffer, den Odysseas Vlachodimos verschuldet. Sein Abstoß vor die Füße des Schweden. Branimir Rögota. Ausgleich. Schnelle Antwort. Ein Geschenk des SV Darmstadt. Führt zum Ausgleich. Das erst zweite Saisontor. Im Real Life in der Europa League. Ja, sehr, sehr erfolgreich. Hat da, glaube ich, 8 Tore erzielt. Bevor sie ausgeschieden sind gegen den FC Sevilla. Und jetzt ist das Gladbacher Publikum natürlich wieder da. Keine 10 Minuten gespielt, schon 2 Tore gefallen. Kann für den neutralen Zuschauer, denke ich, gerne so weitergehen. Süle, was war das denn für ein Pass? Viel, viel zu kurz. Raphael dazwischen. Wollte ich eigentlich Richtung Bruno spielen. Ich hatte die X-Taste auch durchgedrückt. Und dann kam da so ein lasches Pässchen bei raus. Gladbach natürlich jetzt in der besseren Rolle, motivationsmäßig. Wieder Rögota. Raus auf Ibrahima. Traoré, schnell und wendig. Rögota legt zurück für Julian Korb, der Rechtsverteidiger. Gut aufgepasst diesmal von Niklas Süle, aber Ballverlust da von Gondorf am eigenen 16-Meter-Raum. Und das war kein Abseits. Mahmoud Dahut, von Beruf Abräumer, trägt die Rücknummer 6, ist auch ein Sechser und da hat er gezeigt, warum? Das wäre natürlich ein äußerst glücklicher Treffer gewesen. Aber der Treffer war durchaus möglich in dieser
Situation. Soriano. Was war das denn für ein Pass? Was ist denn mit den Pässen heute los? Da kommt ja gerade gar nichts an. Und Hermann, auch der ist schnell. Aber Holland, passt auf. Zurück zu Vlachodimos. Jetzt bloß nicht unterbuttern lassen. Sich jetzt bloß nicht zu sehr unter Druck setzen lassen nach diesem Ausgleichstreffer. Ruhig bleiben ist die Devise. Georg Teigl, langer Ball auf Massimo Bruno. Die beiden ehemaligen Leipziger also wieder vereint. Und er mit dem gut gedachten Zuspiel auf Asifua. Aber Alvaro Dominguez war, glaube ich, diesmal dazwischen. Aber Georg Teigl holt sich den Ball zurück. Joy G. Holland. Soriano, Gondorf, Asifua. Versucht schnell direkt zu spielen. Della Fiore sieht ganz gut aus. Asifua. Della Fiore mit der Flanke. Gondorf kommt nicht dran. Und Soriano verliert das Kopfballduell gegen Traoré. Raphael, Konterchance gegen Georg Teigl, aber muss warten, bis Hermann nachrückt. Dahut, wieder Raphael mit der Hacke zu Granit Xhaka, der mit einem sehr, sehr schwachen Pass, also das Passspiel bei beiden Mannschaften, irgendwie sehr kraftlos wirkt es, aber vorher noch ein Foul dabei gewesen. Deswegen Freistoß für Oskar Wendt, den schwedischen Linksverteidiger. Bringt den Ball hinein, war nicht schlecht, aber rausgeköpft vor die Füße von Della Fiore. Und der möchte Tempo aufnehmen gegenüber Toni Janschke, dem Gladbacher Kapitän. Stürmerfoul. Der hat allen Ernstes da gerade Stürmerfoul gepfiffen. Ich habe nichts gedrückt, aber okay. Nächste merkwürdige Entscheidung von Heiner Schnidi. Seine Pfeife sitzt anscheinend auch sehr, sehr locker hier in der Anfangsphase. Matthew Lecky, das war diesmal kein Foul. Hermann. Und Gladbach probiert es auch viel mit Hacke, Spitze. 1, 2, 3. Auch wieder ein Foul. Und wieder von Della Fiore. Also auf den hat er es irgendwie, glaube ich, abgesehen. Aber Della Fiore, das war ganz stark geahnt. Aber Gladbach bleibt am Ball. Süle und Holland. Diesmal etwas souveräner geklärt. Della Fiore. Aber Gladbach attackiert früh. Die beiden Stürmer bleiben vorne drin. Machen auch keine Anstalten, irgendwie nach hinten mit zurückzuarbeiten. Gondorf. Della Fiore. Jetzt macht Raphael da mal den Schritt nach hinten. Das ist Bruno. Klasse Zuspiel auf Georg Teigl. Massimo Bruno nochmal. Gondorf. Mit der Hacke Soriano, links ist Platz für Lecky. Soriano etwas in den Rücken gespielt von Matthew Lecky, deswegen die Chance zu klären. Aber gleich wieder der Ballgewinn. Wieder Soriano. Georg Teigl wird häufig gesucht. Gondorf, Della Fiore direkt und schnell weiter zu Asifua. Aber da hätte er direkt schießen müssen. Dominguez kann so seinen Schuss noch blocken. Julian Korb. Asifua, nächstes Foulspiel. Was ist denn hier heute los? Raphael, verfolgt von Asifua, aber Gladbach bleibt am Ball. Heute in dunkler Spielkleidung. Normalerweise ja auch gerne in weiß-grün spielend. Schön gespielt von den Gladbachern. Sind nicht umsonst Tabellenvierter, regelmäßiger Teilnehmer in der UEFA Europa League. Soriano löst das gut, Konterchance, wenn es schnell geht, Asifua und Della Fiore. Aber da rücken zu wenig Leute gerade nach. Lecky auf den Flügel raus, auf Soriano. Zurück zu Lecky, gute Grätsche von Dahut, klärt zum Einwurf. Wenige Sekunden noch bis zur Pause. Ein intensives Fußballspiel hier. Kein Abseits, bei Einwurf gibt es natürlich kein Abseits. Lecky mit der nächsten Flanke. Aber wieder abgefangen von Oskar Wendt war es diesmal, glaube ich. Und das nächste Foul, was ist denn los, Heiner Schnidi? Soriano gut in der Zweikampfführung, hält den Ball im Spiel. Holland. Asifur bietet sich an. Niklas Süle etwas zu kurz geraten, aber Darmstadt bleibt am Ball. Bruno. Mit vielen guten Pässen, so wie auch hier auf Georg Teigl, aber wieder die Flanke abgefangen.
Es fehlt noch am letzten Zuspiel beim SV Darmstadt momentan. Patrick Herrmann hat das Spiel vor sich. Asifur gut mit zurückgearbeitet. Was Geschwindigkeit angeht, kann er da durchaus mithalten mit einem Patrick Herrmann. Und das war die letzte Aktion im ersten Durchgang im Borussia Park. Es steht unentschieden 1:1 zwischen den Tabellenvierten und den Tabellenzweiten. Ausgeglichenes Spiel. Torraum 10 gab es nicht so viel. Trotzdem nicht schlecht anzuschauen. Gerade die Gladbacher technisch sehr gut mit dabei. Allerdings das Tor, was Gladbach erzielte, da war natürlich ein klarer Torwartfehler von Vlachodimos vorausgegangen. Aber sei es drum. Die Bayern führen gegen Leipzig 2:0. Das war zu erwarten. Leverkusen tut sich etwas schwer, ähnlich wie wir. 1:1 zur Pause bei der TSG Hoffenheim. Stuttgart führt gegen Hertha. Frankfurt Hannover 1:1. Nürnberg in Front gegen Mainz 0:5. Und wir sehen, Darmstadt sogar doch mit etwas mehr Ballbesitz. Ist mir gar nicht so vorgekommen. Aber Gladbach mit häufigerem Abschluss. Aber was mich interessieren würde, wären die Fouls. Hier steht zwar nur 4:0, aber wenn Heiner Schnidi, die Olle Schnitte, jeden Vorteil wirklich auch noch als Freistoß abgepfiffen hätte, dann würde Gladbach, oder würde Darmstadt vielmehr, ich glaube 10:0 führen oder so. Selten so viele Fouls in einem Spiel gesehen. Aber sei es drum, Soriano, ein Kandidat ausgewechselt zu werden. Aber wir werden erstmal unverändert weitermachen. Im Gegensatz zu den Gladbachern, die werden reagieren. Zur Halbzeitpause, Dahut geht raus. Gladbacher Jung raus, Gladbacher Jung rein. Nico Brandenburger, jetzt für ihn neu dabei. Und der hatte in der Vorsaison, ich erinnere mich ganz dunkel, gegen uns getroffen. Süde, guter Zweikampf da von Soriano. Wird auch noch gefoult. Also defensiv muss man sagen, Soriano mit einer sehr guten Leistung. Offensiv fehlen ja noch so ein paar Ideen, aber das kommt vielleicht hoffentlich noch. Ist er erst seit wenigen Tagen mit im Darmstädter Training. Genau wie er hier, Massimo Bruno, hat ein bisschen Glück gegen Traoré, dass wir da im Ballbesitz bleiben. Georg Teigl wieder, Massimo Bruno, die beiden spielen schon ganz gut zusammen. Aber die kennen sich ja auch noch aus der gemeinsamen Leipziger Zeit. Lecky dazwischen. Ah, schade. Verliert dann das Kopfballduell. So, Patrick Herrmann am Zug. Tunnel Joy G. Tritt Gotha, der Torschütze. Macht das Spiel bereit. Oskar Benz, der Außenverteidiger, geht mit nach vorne. Georg Teigl, aber rechtzeitig wieder hinten. Klärt zum Einwurf. Anscheinend ein zweiter Ball im Spiel, deswegen verzögert Oskar Wendt hier den Einwurf. Aber Teigl passt auf Raphael auf. Massimo Bruno, Gondorf. Und den Konter verhindert, weil Rigota unglücklich auf die Schulter fällt, ohne Einwirkung des Gegners. Ach, hat uns eine echt gute Konterchance genommen. Aber die nächste kommt, Gondorf. Aber der ist ein Tick zu weit nach innen gespielt. Und jetzt ist auch noch Asifur liegen geblieben. Bruno. Und das ist kein Foul von Oskar Wendt. Also ich weiß nicht, was der Schiedsrichter hier heute wieder für eine Scheiße zusammenpfeift. Mlappa ist übrigens in die Partie gekommen. Und jetzt die Riesenkonterchance. Oh, und dann zu steil. Zu steil gespielt für Della Fiore. Was ist denn hier heute los? Okay, wieder Concentration. Irgendwie den Ball gewinnen und dann schnell nach vorne spielen, wenn es irgendwie möglich ist. Raphael gegen Holland. Raphael spielt zurück zu Korb. Wieder Raphael. Nochmal Korb. Wieder Raphael. Süde kommt nicht ganz dran. Abseits von Patrick Herrmann. Kein Eckstoß, sondern Freistoß für die Lidien. Und ich hoffe, Asifur hat da nichts abbekommen. Nee, scheint für ihn weiterzugehen. Gott sei Dank. Im Gegensatz zum Gladbacher Rigota, der Torschütze, der raus musste. Also Mlappa momentan ja verliehen an den 1. FC Nürnberg, neu in der Partie. Und jetzt der Fehler von Janschke. Oh, aber Soriano kommt nicht dran, schade. Natürlich kein gewollter Rückpass, deswegen darf Jan Sommer den Ball da aufnehmen. Süle unterm Ball hindurchgesprungen. Teigl. Süle auch da nicht ganz sicher. Holland. Matthew Lecky.
Della Fiore, Grätsche von Brandenburger ins Leere. Lecky, oh, wieder ein Gladbacher Bein dazwischen. Aber Della Fiore hält ihn im Spiel, aber dann mit dem Fehlpass. Und dann Mlappa nicht im Abseits. Interessante Entscheidung. Abpraller zu Traoré. Raus auf Julian Korb, offensiver Außenverteidiger. Ibrahima Traoré, Holland nicht auf seiner Position, muss da wieder raus. Korb nochmal zurückgespielt, Brandenburger. Also die Gladbacher kombinieren sich hier ziemlich ansehnlich durch und dann das nächste Foul von Niklas Süle war es, glaube ich. Kommt ohne Karte davon. Ampinier Mlappa, so eine wesentlich bessere Freistoßposition als noch in der ersten Hälfte für Raphael. Jorge rückt mal sicherheitshalber da auf die Linie, aber Raphael macht es gar nicht, sondern Oscar Wendt, der Linksfuß, aber knapp verzogen, fehlte ein guter halber Meter, aber Jorge oder Vlachodimos wären wohl da gewesen. Jerome Grundorf. 20 Minuten noch zu gehen. Darmstadt hat zuletzt zweimal ohne Sieg. Das ist Grundorf. Der schickt Matthew Lecky auf die Reise. Optimal gespielt. Flanke ist auch gut. Della Fiore. Und Jan Sommer kann sich das erste Mal so richtig auszeichnen in der 73. Minute. Schon der dritte Wechsel. In der 74. Minute bei den Gladbachern. Patrick Herrmann geht und es kommt ein generierter Spieler, Alexander Werner. Hat auch schon einige Bundesligaspiele auf dem Puckel. Eins von vielen Gladbacher Talenten kommt da in die Partie. Und wir können die Gunst der Stunde auch mal nutzen. Soriano wirkt schon etwas müde, wird hinausgehen gegen Marc Stendera. Und wollen wir noch einen Kopfballstarken mit reinbringen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Wollen wir Strohengel bringen? Die Frage der Fragen. Oder bringen wir Rodriguez? Wir bringen Francisco Rodriguez. Oder? Nein, wir bringen Julian Weigel anstelle von Gundorf, den Kapitän. Und Jorge übernimmt nach langer Zeit mal wieder die Kapitänsbinde. Nach Gundorf und Strohengel mittlerweile unser dienstältester Spieler im Kader, 74. Werner wird begrüßt, während Grundorf und Soriano sich ebenfalls Richtung Auswechselbank verabschieden. Soriano, gutes Debüt des Italieners. Darmstädter Jung, ich habe es häufig genug gesagt, der Mann mit der Rücknummer 6. Stendera für ihn jetzt neu dabei. Zweiter Kurzeinsatz für den ehemaligen Frankfurter. Mal gucken, ob er was bewirken kann. So, jetzt erstmal warten, bis sich da noch die neuen Spieler eingefunden haben im Strafraum. Georg Teigl wird den Ball hineinbringen. Matthew Lecky setzt sich da durch. Aber da war noch ein Gladbacher. Zuletzt dran. Jan Sommer, der Schweizer Nationalkeeper, hier nochmal mit der Parade vor dem Eckstoß gegen Della Fiore. Aber es gibt nochmal Ecke. Georg Teigl mit Niklas Süle haben ja ein sehr Kopfballstarken! Sechsundsiebzigste Minute! Niklas Süle! Ein super Kopfball! Genau für solche Situationen haben wir ihn auch geholt! Der Hühne! Perfekter Kopfball! Der Gladbacher springt unter den Ball durch. Ich glaube, es war Toni Janschke. Und dann perfekt platziert. Ja, da kann Jan Sommer nur noch hinterher schauen. Erneute Führung. Erstes Tor im Darmstädter Trikot vom Frankfurter Jungen Niklas Süle. Ich habe es ja schon bei seiner Verpflichtung erzählt. Ein halbes Jahr hat er in der Darmstädter Jugend gespielt. Jetzt ist er zurück und feiert seinen ersten Bundesliga-Treffer im Trikot der Lilien. Und auf einmal ist es ganz schön still hier im Gladbacher Rund. Und das nächste Foul, diesmal von Julian Weigel. Flanke aus dem Halbfeld, abgefangen. Stendera, komm, steh auf. Stark gemacht. Asifua, und jetzt Tempo aufnehmen. Della Fiore zeigt an, spiel mich an.
Und dann einfach nur abgeblockt. Kein Foul von Oscar Wendt. Wäre aber ohnehin abseits gewesen von Della Fiore. Hätte er Della Fiore anspielen wollen. Der Ebenezer Asifua. Oh, und wieder ganz schön riskant, was Dominguez da macht. Asifua kann den Ball aber nicht erobern. Wieder Dominguez. Jetzt müssen wir natürlich etwas auf Konter lauern. Bruno. Oh, etwas zu stark gespielt, der Pass. Weigl kann den Ball nicht kontrollieren. Und Vlachodimos gegen Piniel Mlapa. Sieger. Della Fiore setzt sich durch. Asifua. Stendera. Perfekt gespielt. Della Fiore. Deckel drauf. 85. Minute. Klasse Zuspiel von Marc Stendera. Erste Torvorlage für ihn. Und Della Fiore bleibt ja mal sowas von cool. Ganz überlegt. Ins lange Eck, neben den Torpfosten eingeschoben. Mit seinem starken Linken. Sommer ohne Chance. Und das Spiel, das dürfte jetzt entschieden sein. 3:1. Und endlich trifft auch er wieder. Gianluca. Della Fiore, erst gefreut und dann eine Sekunde später einen ganz ernsten Blick aufgesetzt. Das können auch nur italienische Schauspieler. Das sollte es gewesen sein. Oder hat Gladbach hier nochmal eine Antwort parat? Toni Janschke nochmal. Raus auf Julian Korb, aber der Ball ist zu lang. Toni Janschke wirkt heute auch sehr unsicher. So ein Wurf für Lecky. Und Fabian Holland. Della Fiore. Ah, dann sehr ungenau das Zuspiel da, aber dann der Ballgewinn. Lecky. Und Dominguez muss da diesmal wirklich den Ball mal zurückspielen. Statt da irgendwie einen auf Spürmer zu machen. Aber Gladbach jetzt nochmal in der Vorwärtsbewegung mit viel Platz. Toni Janschke, der möchte es wissen, abseits. Abseits, abseits, abseits. Vlachodimos wäre aber da gewesen. Und ich glaube, das war auch ohne Wiederholung zu erkennen. Ja, wobei, das war äußerst knapp. Jorge fast auf gleicher Höhe, aber gut gegangen. Weiterhin 3:1 für die Gäste aus Darmstadt. Jorge, tick zu kurz der Ball. Stendera jetzt auch mit hinten. Statt ein Zehner auf der Sechserposition. Nochmal der lange Ball, aber Süle steht goldrichtig. Und vielleicht sogar nochmal eine Konterchance. Schade. Gut gedacht von Marc Stendera erneut. Heute also mit seiner ersten Torvorbereitung. Und die Nachspielzeit dürfte auch bald vorbei sein. Della Fiore nochmal will ablegen. Aber Stendera kommt nicht an den Ball. Brandenburger. Aber hier wird nichts mehr passieren. Und der Schiedsrichter pfeift deswegen ab. Nach zwei sieglosen Spielen gewinnen die Lilien wieder. Mit den beiden Neuzugängen Soriano und Bruno. Beide zwar nicht direkt an den Treffern beteiligt, aber endlich gewinnt der SV Darmstadt wieder. Auswärts in München-Gladbach mit 3:1. Della Fiores Doppelpack. Stimmt, er hat ja auch noch das 1:0 gemacht. Schon fast vergessen. Heute mit seinem 10. Saisontor oder mit seinem Saisontoren 9 und 10. Die den Darmstädtern, den Lilien, die nächsten 3 Punkte einbringen. Gladbach aber dennoch ein guter Gegner gewesen, muss man sagen. Della Fiore natürlich Spieler des Spiels mit seinen 2 Treffern. Zudem Niklas Süle ja noch erfolgreich. Die Vorlagen lieferten Georg Teigl und Marc Stendera. Das erste Tor von Della Fiore wurde auch durch Georg Teigl eingeleitet. Die Nullten durchweg gut. Julian Weigl nur eine 6,0, heute nicht ganz so stark. Aber ansonsten war das sehenswert. Die Bayern gewinnt 3:0 gegen Leipzig, war zu erwarten. Leverkusen lässt Punkte liegen. Bei der TSG aus Hoffenheim spielt nur 2:2. Spielentwicklung, sagt der Assistenztrainer. Mir ist aufgefallen, dass du Roberto Soriano kaum spielen lässt. Ich glaube, der Assistenztrainer hat heute beim Spiel nicht zugeschaut. Soriano ist erst eine Woche da. Er hat heute auch noch gespielt. Und okay, ich möchte gar nicht mehr darüber verlieren antworten. Rogota fällt 4 Wochen aus. Das tut mir natürlich sehr leid für ihn. Wir gucken nochmal kurz auf die Tabelle. Bayern und Darmstadt im Gleichschritt. 50 Punkte weiterhin an der Tabellenspitze. Jetzt schon 4 Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Und gleichzeitig haben wir auch noch den Abstand zu Gladbach erhöht. Jetzt schon 13 Punkte
zum vierten Champions League Qualifikationsplatz. Gehen wir noch ein bisschen voran. Und ausgerechnet jetzt möchte Julian Weigel über sein Gehalt sprechen. Auch interessant. Elf der Woche. Gucken wir mal, ob ein paar Darmstädter dabei sind. Ja, nämlich Georg Teigl und Gianluca Della Fiore nach seinem Doppelpack natürlich auch mit dabei. Sehr, sehr schön. Gucken wir mal kurz bei den Top-Torjägern vorbei. Da rückt Della Fiore nämlich auf Platz Nummer 2 vor. Zweitbester Torjäger nach Stefan Kießling. Und hat damit auch Asifur, seinen Sturmkollegen, überholt. Weidenfelder fällt 2 Monate aus. Interessant, interessant. Allerdings haben wir jetzt ein kleines Problem bezüglich unseres Gehaltsbudgets. Denn. Wir können mal probieren, den Vertrag von Weigel zu verlängern. Aber ihr seht, wir haben ein Gehaltsbudget von minus 10.000. Wir müssten eigentlich sogar etwas einsparen. Ist jetzt die Frage, wo ist Weigel? Der hat ohnehin noch 3,5 Jahre Vertrag. Und möchte 10.000 haben. Aber ich glaube, das können wir ihm gar nicht anbieten, ne? Oder ist das Spiel auf einmal so verbuggt? Ne, können wir nicht. Das ist natürlich doof. Das ist der Nachteil, wenn wir ein Gehaltsbudget von minus haben, dass wir keine neuen Verträge aushandeln können. Ach, das hätte wirklich gut getan, wenn wir in der Transferphase noch einen Spieler verkauft hätten bekommen können. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Aber dafür dürfen wir beim nächsten Mal wieder dabei sein, wenn es mal wieder heißt Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit den Linien vom SV Darmstadt 98. Dann am 23. Spieltag ist der VfB Stuttgart zu Gast. Und wir erinnern uns, wir haben ja noch etwas gut zu machen, eine Rechnung zu begleichen. Denn eine von 2 Niederlagen, die kassierten wir im Hinspiel beim 1:4 beim SV Darmstadt 98 gegen Vedat Ibisevic. Mal schauen, ob er auch beim nächsten Mal spielt. Wir werden es sehen und herausfinden, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Würde mich freuen. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.